Hallihallo, zurück zu Final Fantasy 14. Weiter geht's. Müssen die Pikachu abgeben, genau. Ah, das Frühlingsmädchen, genau, so war das. Antilopenkühe haben wir in der letzten Folge ja noch gemacht fürs Bestiarium. Wie gesagt, hier drin ist ein Fate, ein Boss, der ist stark. Vorsichtig sein. Genauso wie hier auch. Und auch dann, wenn Fate ist, und ein betrunkener Gast, glaube ich, ist das, kommt dann raus, ein Trunkenbold. Es ist auch ein Boss, der ist auch nicht ohne. Also auf dem Level hier will ich schon vorsichtig sein. So, ab zum Inhaber und erzähl mal deine Geschichte. Dann hat's mal. Ah. Schöne Musik. Ja, Schokobo werden wir auch nachher haben. Noch mehr. Ach, da hinten. Ah ja, okay. Ja. Einmal zurück. Was war der meine auch noch? Zwei, glaube ich, ne? Für Bestiarium. Später können wir uns auch hier der Gesellschaft anschließen. Jetzt auch ein eigenes Bestiarium, muss man teilweise auch machen, um weiterkommen, um aufzusteigen in der Gesellschaft. Aber dazu später mehr. Weiß nicht genau, wann das war, keine Ahnung. Oben, ne? Ja, genau. Müssen wir hier links raus? Reparieren brauchen wir eigentlich nicht, aber mal gucken. Oh, kaum was. 22 Gil, mein Gott. Kostet ja nichts. Was kostet die Welt? 22 Gil. Okay. So. Mal kurz gucken. Ach, der Herbstkürbis hier. Genau. Durch. Diese kleinen Nebenquests wie hier werden wir später wahrscheinlich machen. In anderen Klasse vielleicht. Mal gucken, was denn ist. Erstmal Pikenia, beziehungsweise den Dragoon nachher dann hochspielen. Dann, was man sieht, vielleicht mal auch dann Berufe. Mal sehen.
Mir fehlt hier der Laufbuff vom Maschinisten. Fehlt mir hier irgendwie. Vermisse ich. Egal. Ach, Terrormüll. Jungs, habt ihr was im Schlepptau? Was im Spielen für euch? Die machen das schon. So, auch hier wieder Eteriten mitnehmen. Spart euch Lauferei. Wie jetzt zum Beispiel. Hier rein? Der schwimmende Korken. Hm, komischer Name. Oben ist er. Was machst du hier oben? Ach, du sitzt und trinkst. Ah, okay. Sei gegrüßt. Wir können ja nicht bei 26, ne? Okay. Handballons. Okay. Nö, mach ich nicht. Gib mir die eine. Finden wir schon Brandballons erbeuten. 6 Stück. Brandballons müssen noch diese... Ach, wie hießen die früher immer? Was hier gibt den Namen? Kennt man ja auch von anderen Final Fantasy Teilen. Bomber. Service Bomber. Nö. Ach da, Brandballons. Ja, komm her. Hier bin ich. Also in die Bomber von anderen Teilen halt. Das heißt, sie hier Brandballons, warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er da, aber kennt man ja. Das weiß ich, bin 25 hier. Trotzdem gehst du ja gut runter. Ja, die will explodieren, Bomben machen. Von 6 Stück wollten. Wow, 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 wow. Ich glaube, ich lasse sie erstmal noch sein. Ein bisschen zu stark noch. Müssen wir später machen. Die schaffe ich zwar, aber wahrscheinlich danach den Boss nicht. Den ich ja machen muss. Nee, lassen wir dann erstmal. Dann gehen wir erstmal weiter dahin. Halt, Kreuzgang. Machen wir erstmal die Hauptstory jetzt weiter. Keine Angst, den Weg kenne ich. Bin schon so oft gelaufen. Ach, Mann. Der Führer von Reparaturheini, endlich die Taumaturgengilde, wenn man Schwarzmagier werden möchte.
Soll auch eine richtig starke Klasse sein, aber Magier ist das Letzte, was ich spielen würde. Ist gar nichts für mich. Nicht, dass die Klasse irgendwie scheiße wäre oder so. Ist einfach nichts für mich, Magier. Ich habe schon verschiedene MMOs Magier gespielt. Ist nichts für mich. Ich weiß auch nicht. Machen zwar viel Schaden, halten nichts aus, das war's auch. Ja, so. Nichts für mich. Dann würde ich eher noch einen Heiler spielen. Magier irgendwie. Nee. So hat jeder seine Vorlieben, sag ich mal, ne? Dann glaube ich, ja, müsste das sein. Ein Fade. Oh, was schön. Warte mal an. Wüstenpike. Genau. Und der. Wüstenpeiste. Oh. Den Fett mache ich irgendwie gerne hier. Auch wenn ich niemanden nicht für viel für bekomme. Ganz ruhig. Aber trotzdem mache ich irgendwann gerne. Hat irgendwie was. Wie hilft damals schon? Ach, ich. Nicht mehr viel, ist klar, ne? Weil es ein sehr kleiner Feld noch für mich, schon für mich, aber trotzdem immer schon gerne, was auch nicht. Hat jeder so seine Vorlieben. Oh, was ist das? Schön, 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 schön. Ja, wir können auch später reiten. Ein Schokobo, das will ich nicht verraten. Es gibt noch mehr Reittiere, Mounts und Begleiter, wie das Aufziehluftschiff, gibt es viel mehr. Auch sehr wichtig, den Ätheriten mitnehmen. Nehmt ihn auf alle Fälle mit. Weil ihr müsst sehr, sehr oft jetzt dahin gehen, wo wir jetzt hingehen, zur Sonnenwind. Sonnenwind. Geburt des Abendsterns. Da müssen wir sowas von oft noch hinlatschen. Weil direkt da ist mich kein Ätherit. Jetzt sind wir von hier von Horizont aus. Bis dahin latschen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, hier sind auch Fates. Aber auch nur kleine. Ah, Baumkronenbussard. Nehmen wir natürlich eben mit. Was ich nicht verstecken da hinten. So, einer fehlt noch. Da ist noch einer. Fade, mit dem Fade. Den will ich. Mal auch fertig. Nein, ist falsch. Ja, ist habe ich ein Fischer oder sowas ist da. Ist denn jetzt hier der erste von vielen Wegen zum Sonnenwind?
Warum sie hier keinen hingemacht haben, ne? Ich weiß es nicht. Man muss immer den Weg hier laufen. Oder nachher reiten, wie auch immer. Aber hier ist kein Etherit. Was mit dir? Farbenlehre, schöner Schein. Jetzt habe ich beides mal gemacht. Ach, so Farben. Und kannst färben. Ah, Farbenlehre, ja komm. Immer auch an. Ich halt Bahn, werde ich alle nebenbei machen. Oh, projizieren. Ja, genau. Ach, lass mal jetzt. Ja, tschüss. So. Kann man nachher, dann, wenn wir die fertig haben, können wir unsere Ausrüstung sozusagen transmogrifizieren. Heißt ja immer so schön. Bei Diablo oder WoW zum Beispiel. Daru. Ja, tralala. Bin ich angeschlichen? Ein Schurke. Ja. Ja, Sonnenwind. Wie gesagt, ich gehe mal sowas von oft, müssen wir da noch hin. Ist ganz wichtig, der Ort hier für die Story. Aber ja, nix, ne, noch nicht. Ne. Ach so, abschließen. Plus 7, wenn man das war. Plus 2, minus 2. Immer hier. Nimm das. Von dem ich schon so viel gehört habe. Freut mich sehr. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Uns eint der Glaube an die Zukunft unserer geliebten Heimat Eorzea. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Ja. Schiebt sich manchmal deine Wahrnehmung, so als ob du in eine andere Welt übertreten würdest?
In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea keinen Frieden geben. Und gegen sie haben wir nur eine Chance, wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eorzea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst, und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich dich, schließ dich uns an und kämpfe mit uns für Eorzeas Zukunft. Ja. Schade. Aber nobel, nobel, ne? Ja, Gehilfen werden wir uns auch später holen. Aber dauert eine ganze Ecke. Warum jetzt noch nicht? Kann ich, können wir Gehilfen anheuern? Ach, was schön. Die haben praktisch dasselbe Inventar, was wir haben, von der Größe her. Selbst. Das haben die auch selbst. Also kann man praktisch die Waren, die wir haben, komplett rüberpacken auf den Gehilfen. Wir können auch den Gehilfen dann anhalten, dass er für uns Waren am Marktbrett verkauft. Verkaufen soll zum Beispiel, macht er auch. Aber es ist kein kämpfendes Mitglied, sondern also wirklich nur für Waren, ein Lager, also eine Art Lagerhalle, wenn man so möchte, eine Lagerschar. Und das war's. Kostet auch noch. Ah, doch, kostet was. Ja, aber später. Wildrose. Gut merken. Natürlich machen wir hier mit, ne? Dann ist klar, sonst kommen wir in der Story nicht weiter. Hilfen anstellen, ja, bla bla. Thank you.
Fehlschlag? Nee, Wildrose war das, ne? Ja, Wildrose. Annehmen. Sehr schön, das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Wenn ich muss. Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Das war eine der 6 großen Städte Eorzeas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eorzeas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eorzeas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo. Freut mich. Ich wusste, dass du uns nicht hängen lässt. Ich natürlich auch. Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tankred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Hallo. Diese liebreizende Dame heißt Yestula. Sie beehrt Limsa Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Hallo. Und das ist Orion G. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Selbst sicher. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Bei der Schlacht von Cartenot vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele... Oh, sorry. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Auf eine gute Zusammenarbeit. Also dann... Es gibt viel zu tun. Warten wir's ab. Orion G., bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tankred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Oh, scheiß Maus. Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae.
Danke. Bitte. Tankred kennt sich in Uldah bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. So, fertig. Ja, das war's, ne? Haben wir schon was Neues gefunden, bekommen? Oh ja, drei schöne Sachen. Ja. Dann mache ich jetzt hier eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 14. Bis dahin, tschö mit Ö.